Ja, hallo, ich hoffe, das funktioniert, dieses Video. Heute mal wieder was Neues. Ihr habt seit 4 Monaten nichts von mir gehört, aber das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Heute machen wir mal was Besonderes und ich denke mal, dass ich nicht die tragende Rolle darin sein werde. Wir spielen Final Fantasy VII und ich habe mir einen Gast dazu eingeladen, der mich dazu ermutigt hat. Der möge sich bitte nun vorstellen. Ja, hi, ich bin Sebas. Ich bin die mysteriöse Person, die Nick dazu gezwungen hat, dieses Spiel letztens anzutesten, um sich dann tierisch über alles, was er getan, gesagt und vermutlich auch gedacht hat, wahnsinnig aufzuregen. In sehr, sehr vielen Sprachnachrichten. Und ja, irgendwann wurde mir dann klar, okay, ich glaube, der hat wirklich einfach keine Ahnung, was er tut, was er tun soll. Er ist einfach überfordert damit, ein 100 Jahre altes RPG zu spielen. Daraufhin habe ich mich als Coach angeboten. Jetzt habe ich ihn gezwungen, sich nochmal an dieses Spiel zu setzen. Mit meiner Begleitung, ein bisschen klarzukommen und dann hoffentlich seine Meinung zu bessern, weil es ist ein gutes Spiel. Es ist ein tolles Spiel. Niemand darf eine schlechte Meinung zu diesem Spiel haben. Okay, ich denke mal, das war sehr ausführlich. Ihr habt ihn gehört. Ich muss leider gehorchen. Hinter mir steht auch ein Typ mit einer Desert Eagle, also widerspreche ich dem Ganzen nicht. Und ja, ich konnte leider, weil ich ein ganz neues Verfahren ausprobiere, ich hoffe, dass es auch funktioniert. Falls nicht, dann nehmen wir jetzt 2 Stunden oder was ich wie lange umsonst auf. Einfach mal nachgucken, wie es wird. Falls nicht, hatten wir trotzdem eine schöne Zeit. Ist ja auch ganz nett. Er wird das den Ton nicht hören können. Das heißt, er wird sich komplett auf sein Auge verlassen können oder beziehungsweise müssen. Kann ja was werden. Dafür kriege ich wahrscheinlich beim nächsten Treffen richtig in die Eier getreten, aber jetzt ist es mir halt auch egal. Alles hat im Leben seinen Preis, das hat schon mein Mathelehrer mal gesagt. So, dann legen wir einfach mal ein neues Spiel los. So, außerdem darf Nick sich dieses Mal nicht über die Grafik beschweren. Das hat er sich so ausgesucht, denn ich habe ihm einen Link zu einem Better Graphics Mod geschickt. Er meinte, das sei nicht nötig. Das heißt, er darf kein Wort zu der Grafik sagen. Ich gelobe es. Du, dieses Recht hast du einfach. Da hast du einfach drauf verzichtet. Das Recht hast du nicht mehr. Du darfst dich nicht darüber beschweren, weil du hättest es anders haben können. Du wolltest es nicht. Also halt die Klappe. Ja, dein Glück ist, dass ich ein Vanilla-Gamer bin. Das heißt, ich modifiziere nie. Ich Okay. spiele die Spiele so, wie die Hersteller sie bringen. Und frag mich, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das Vanilla heißt. Ich kenne diesen Begriff eigentlich nur aus der Pornoindustrie, aber frag mich nicht, woher ich das weiß. Aber dieser Industrie geht es ja um was anderes. Ich glaube, Vanilla bezeichnet dort jemanden, der nicht auf Auspeitschen steht. Bin mir aber nicht sicher. Ja, generell jemand ohne irgendwelche Fetische. Jemand, der quasi nur auf ganz normalen Blümchensex steht. Ja, ich behaupte, das gibt's aber nicht. Gemäß Freud hat jeder seinen Fetisch. Ich bin mir sicher, ich habe auch Wow. einen. Ich weiß es von mir, insofern Final muss da Fantasy nichts vermuten. 7! Das war jetzt wunderschön. Niemand darf wissen, was ich beruflich tue. Ich muss sagen, dafür, dass es auf 15 Frames läuft, sieht es eigentlich ganz gut aus. Es sieht mega gut aus. Es ist einfach generell ein mega gutes Spiel. Dieses Spiel ist großartig. Ich liebe es. Vor allem, wenn du einfach mal bedenkst, wie alt es ist. Das Spiel ist älter als ich. Aber nicht viel älter als ich. Ja, haut euch die Fresse ein. Verdient. Wo soll ich eigentlich die Dialoge lesen? Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ach egal, mach ich einfach. Komm, Neue, hier lang! Alter, wie misshandelst du ihn denn bitte? Ich könnte jetzt was über seine Hautfarbe sagen, aber das mache ich nicht. Ist auch besser So, so. erster Kampf. Woo! Ich glaube, dieses Mal So. bin ich schlauer. Einfach angreifen. Genau, jetzt erstmal kannst du einfach angreifen. Darauf jetzt irgendwie zu gucken, dass wir dir gutes Kämpfen beibringen, können wir später kommen. Erstmal kannst du einfach draufhauen. Auch wenn dir So. das letztes Mal schon schwer genug fiel.
Weil angreifen dir irgendwie nicht eindeutig genug ist oder so. Keine Ahnung. Okay, 32 XP haben wir. 4 AP, was auch immer das sein mag. Ex-Soldat Level 6. Sehr schön. Ja. Level up. Geld ist so sowas wie das Geld. Richtig. Ja, ich muss mal den Ton des Spiels noch weiter runterdrehen. So. Scheint so, als würde es hier weitergehen. Wow, er war mal Soldier. Einen wie den findest du nicht jeden Tag in der Gruppe wie Avalanche. Soldier, ist das nicht unser Feind? Nein, dein Freund, du Depp. Was wäre hier bei Avalanche? Hi Jesse, er war bei Soldier. Ja, ich hab's verstanden. Aber er hat Nein, dort damit aufgehört ist und jetzt gemeint, ist er bei uns. liest dir die Sachen anständig durch. Das ist jetzt nichts, was ich wegen Kleinheit sage, wegen Kleinlichkeit sage, sondern einfach, weil Lesen ist wichtig in einem RPG, gerade in einem alten. Da war gerade was capitalized. Er war bei Soldier. Das sage ich jetzt nicht, um ein Klugscheißer zu sein. So, gut, ich sag's auch, um ein Klugscheißer zu sein, aber auch weil mich solche Sachen erstens manchmal ein bisschen aufregen, weil ich ein furchtbar anstrengender Mensch bin. Aber auch, weil es wichtig ist, die Dinge durchzulesen und nicht einfach zu sagen, ja, okay, ich hab's verstanden, der war bei Soldier. Fick dich. Weil dann passiert sowas wie, dir sagt das Spiel, wie du den Gegner besiegen kannst und du sagst, nö, ist mir egal. Ich hau einfach drauf. Und dann stirbst du. Das ist dann logisch, dass dir das Spiel dann weniger Spaß macht. Okay. Hab deinen Namen nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Ah, jetzt kann ich mich benennen. Die Frage ist nur, soll ich mir jetzt einen Namen ausdenken oder lasse ich ihn bei Cloud? Also ich sage jetzt mal, das letzte Mal, als du dich Hannibal genannt hast, war ich dezent am Cringen. Ja, was soll ich machen? Ich verehre diesen Typ halt. Ach, egal. Dann lasse ich ihn einfach mal bei Cloud. Cloud. Cloud, Cloud. Cloud, ich bin. Es ist mir egal, wie er heißt. Wenn dieser Job erledigt ist, ziehe ich weiter. Verdammt, was quasselt ihr da? Habe ich euch nicht gesagt, einzeln loszulaufen? Unser Ziel ist der nördliche Mako-Reaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Okay. Wie finde ich das ohne GPS? Ex-Soldier, Trau dir nicht. Ja, ich dir auch nicht. Ach, dem gebe ich aber einen etwas anderen Namen. Willst du Barrett umbenennen? Warum? Nein, ich will kein Leerzeichen. Löschen. Warum gehst du So, dann auf Leerzeichen? so er heißt jetzt Beryl. Du wirst garantiert die meisten Leute werden diesen Insider jetzt nicht verstehen, aber es ist mir egal. So, Beryl heißt er nun. Drück eine Pfeiltaste und die Taste Abbruch, um zu laufen. Okay. Was ist denn die Taste Abbruch? Die hast du eben belegt. Darf ich dir einen Tipp geben? Nur zu. Nachdem die Textbox gleich weg ist, kannst du einmal ins Menü gehen Okay. und kannst dir da deine festgelegte Steuerung einfach einmal angucken. Ja, okay, erstmal haben wir jetzt eine kleine Cutscene. Ich nutze gerade C, um das. C ist wahrscheinlich Abbruch. So, oder das meint ihr wahrscheinlich, ne? Dieses Sprinten. Genau. Ja, okay, Grundsätzlich passt. kannst du dir nämlich im Menü einfach auch nochmal deine Steuerung angucken und gerade du, der überfordert mit allem ist, könntest dir Ah. zum Beispiel ein Foto davon machen. Dann kannst du immer aufs Handy gucken, so, wie ist meine Steuerung, wie funktioniert das? Diesmal darfst du dich ja wenigstens drüber aufregen, weil du es wieder als normal eingestellt hast. Ich bin sehr stolz auf dich, du hast wieder jemanden angegriffen. Das hast du toll gemacht, du warst nicht überfordert. Muss man hier eigentlich schnell sein oder kann man sich ewig Zeit lassen mit der Auswahl? Das habe ich noch nicht so verstanden. Da weiß ich nicht ganz, wie du es eingestellt hast im Moment. Es gibt nämlich quasi zwei Möglichkeiten, das einzustellen. Du kannst eine schnelle Kampfverarbeitung oder eine wartende Kampfverarbeitung haben. Sprich, entweder du hast das wirklich super korrekt rundenbasiert. Du bist dran, Gegner ist dran. Du bist dran, Gegner ist dran. Oder du hast es halt so, dass die Gegner, wenn du zu lange brauchst, einfach nochmal angreifen. Ne? Wenn du jetzt Okay, quasi wahrscheinlich ist es das hier. Quasi auf Warten gehst, also genau da, wo du jetzt bist,
warten, dann hast du wirklich so, okay, der Gegner wartet, bis du dran warst und dann ist der Gegner dran. Ja, das macht für mich als Noob, glaube ich, Sinn. Ich denke schon. So. Ah, da geht's. Ah, das sieht man auf den ersten Blick gar nicht so. Es kommt davon, wenn man nur ab 2010er Spiele gespielt hat in der letzten Zeit. Mit Ausnahme GTA San Andreas. Das habe ich jetzt erst gerade wieder an. Ja, oben oder unten? Ah, der nächste. Wie die Zuwarts in den auf dem Mondberg, ey. So. Achtung, Achtung. Oje, oje. Ach egal, Angriff ist die beste Verteidigung. So. Ach, das sind drei. Das Viech da hinten sieht man kaum. Los. Was soll es überhaupt sein? Sieht irgendwie aus wie so ein Papagei, der im Genlabor umgezüchtet wurde. Ein Hentai-Tentakel-Papagei. Ich muss zugeben, ich habe noch nie so ein Tentakel-Porno gesehen. Ich auch nicht, aber das hatte ich auch nicht vor. Ja, ich werde mir das heute Abend nochmal gönnen. Muss man... Ja, okay, viel Spaß. Nee, mache ich nicht. Kann ich mit dem reden? Ah ja. Wedge, ich sichere den Fluchtweg ab. Konzentriere dich auf die Mission, Cloud. Mensch, glaubst du, wir können diesen Riesenofen wirklich in die Luft jagen? Das gibt ein Feuerwerk. Ey, Neujahr ist noch nicht. Oh Mann, ey, ich liebe Silvester. Die Nachbarn nerven, laute Knaller zünden. Ich hasse es. Ist wunderschön. Ich werde nur nie die Leute verstehen, dass diese Batterien für 50 Euro kaufen, die in 2 Minuten weg sind. Das raff ich nicht. Na, bist du zum ersten Mal im Reaktor? Jo. Nein, ich habe doch für Shinra gearbeitet, weißt du? Der Planet ist voller Makroenergie. Die Leute hier nutzen sie täglich. Ist das sowas wie Strom? Keine Ahnung. Ah, erklärt's ja. Wie nett. Sie ist der Lebenssaft des Planeten. Aber Shinra sorgt hier mit seinen seltsamen Maschinen völlig aus. Das ist eben so eine der Sachen, die ich meine. Grundsätzlich lässt das Spiel jetzt nicht so wahnsinnig viele Fragen offen. Gut, ein paar, weil es ist ein ganzes Franchise um Final Fantasy VII. Und dafür muss man natürlich ein paar Lücken lassen, die dann von anderen Spielen gestopft werden können. Aber grundsätzlich erklärt das Spiel dir die meisten Sachen, wenn du bereit bist, ihm zuzuhören bzw. zu lesen. Ich gebe mir alle Mühe. Schwing keine Rede, beeile wir uns. Ich finde es nur immer schön, wenn ich Gelegenheiten finde, zu sagen, hey, ich sag dir das nicht nur, um dich zu foltern, es hat einen Grund. Ich habe nämlich recht. Weil ich habe gerne recht. Naja, wer nicht, geben wir es mal offen zu. Ja, gut. Jetzt reicht es, du kommst mit mir. Achso. Jetzt? Kannst du die Tür aufmachen oder soll ich zurücklatschen? Ah. Code entziffert. Ja, okay. Danke. Ja. Warum muss ich dich immer bitten? Komm, mach auf. Weil das quasi das Tutorial ist, mehr oder weniger. Und das Spiel dir noch alles sagen und alles beibringen will, von wegen. Guck mal, so redest du mit Leuten. Ah, hier unten. Wenn das Spiel davon ausgeht, du bist höchstwahrscheinlich ein nicht sehr gut sozialisierter Gamer und deswegen weißt du nicht, wie man mit Menschen kommuniziert und deswegen bringt das Spiel dir das bei. Sehr nett. Habe ich in beiden Fällen Nachholbedarf. Ich habe eine Phönixfeder gefunden, dieser so hervorgerufenen schönen goldenen Kiste. So eine hätte ich auch gerne zu Hause. Ich bin ein bisschen stolz auf dich, dass du tatsächlich in diesen Raum gegangen bist, obwohl das nicht der Raum ist, wo dir das Spiel zeigt, dass du da hin sollst. Ja, ein bisschen. Ich bin Achievement Hunter und da muss man meistens immer irgendwelche Geheimnisse entdecken, aber oft finde ich sie nicht. Aber so ein Raum ist. Der Gedanke jetzt nochmal Outlast eventuell durchzuspielen, die Dokumente halt zu finden, ai. Ja, gut. Okay. Bei Jesse muss ich an Jesse und James aus Pokémon denken. Drück die Taste da oben. Ja, okay, ja, mach mal. Jawohl, ich muss es ja machen, oder? In der Regel, wenn das Spiel dir sagt, mach das, dann wäre es manchmal ganz gut, das zu machen. Also das Spiel lässt dir zwar recht viele Freiheiten, aber es ist jetzt nicht The Stanley Parable, wo du die ganze Zeit sagen kannst, nee, mach ich nicht, fick dich, Spiel. Die Reaktoren saugen langsam alles Leben aus, bis mal Schluss ist. Ist doch schön. Ist nicht mein Problem. Ehrenmann. Oh Mann. Cloud, der Planet stirbt. Ja, und es gibt auch viele Millionen andere.
Mir geht's nur darum, diesen Job zu erledigen, bevor die Wachen und Roboter wiederkommen. Ja, das triggert ihn auch hart. Er zittert ja richtig. Was ist los, Beryl? Hast du nichts mehr dazu zu sagen? Ich habe den Ölpreis heute gar nicht nachgesehen. Das ist tragisch, wie kannst du nur Schande? Ah, okay. Ah, jetzt sind es schon die Doppelkämpfe. Genau. So. Barrett ist ja quasi gerade in dich reingerannt und damit ist er deiner Party beigetreten. Und damit kannst du ihn im Kampf jetzt genauso steuern wie Cloud. Und dadurch bist du stärker, weil zu zweit und Team und woo, man stirbt nicht so schnell. Yeah. Party. Ja, okay. Bisschen Kohle gab's auch, das ist immer schön. Hoffentlich reicht's für meinen nächsten KFC-Besuch, aber ich vermute eher nicht. Schweineteuer, wenn man keine Gutscheine hatte. Ich gebe da nie weniger als 10 Euro aus. Das ist echt krank. Dabei, während ich für 8 Euro neulich zwei Döner gekriegt habe, die ich auch gleich hintereinander reingestopft habe, es lohnt sich eigentlich viel mehr. Ach, egal. Oh, Mir nächster hast Kampf. dein Zuhören schlecht. Aber dafür bin ich jetzt richtig durchgedopt. Ich habe vor 2 Stunden ordentlich Süßigkeiten gefressen, davor nur noch Warme Goreng. Meine Okay. Bauchspeicheldrüse ist komplett abgeschossen. Dann bist du ja vielleicht diesmal entspannter als letztes Mal. Ich bin sehr entspannt, wie ich finde, also. Ja, bisher muss ich auch sagen, wirkst du recht entspannt. Du lässt das Spiel auf dich zukommen und kritisierst es nicht für deine Fehler. Das ist schon mal ein Fortschritt, auf jeden Fall. Naja, also ich glaube, es liegt auch ein bisschen an dir. Du hast irgendwie was Beruhigendes. Oh. So ein Veteran neben dazu haben, der sich auskennt, dann fühle ich mich da nicht so allein. Ich So. fühle mich geehrt. So, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Aber wo soll ich denn lang? Ach egal, erstmal nächster Kampf. So. Ah, wieder die genmutierten Papageien. Angriff von hinten. Okay, dann dreht euch mal um. Wie wär's? Ja, so muss es sein. Grundsätzlich ein Angriff von hinten heißt nichts anderes, als du wurdest überrascht und da musst du erstmal checken, da ist ein Gegner hinter dir und dann kannst du reagieren und dich umdrehen. Und dementsprechend ist quasi auch deine Zeit bis zu deinem ersten Angriff verzögert, erhöht, was auch immer. Es gibt eine Möglichkeit, dich umzudrehen, weil wenn du von hinten getroffen wirst, kriegst du auch manchmal auch mehr Schaden. Weiß ich aber nur am Controller. Das waren, glaube ich, die beiden Switch-Tasten. Wenn du einmal in dein Menü gehst. Oder Ah, lässt hier sollte ich glaube ich rein. Ja, springen. Genau. Springen, Süßi. Drück die OK-Taste vor einer Leiter, um sich festzuhalten. Um dich festzuhalten, meinst du wohl. Danach kannst du mit den Ja, Pfeiltasten das laufen und Spiel wurde vor runterklettern. 100 Jahren aus dem Japanischen übersetzt. Da passiert es schon mal, dass da ein, zwei Übersetzungsfehler sind. Ich Das sehe. passiert auch in neueren Spielen. In neueren sind zum Teil sogar noch krassere. Ist so. Also darüber darfst du dich auch nicht aufregen. Play with Ich me. diktiere, worüber du dich beschweren darfst. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Meine Japanischkenntnisse sind sehr beschränkt. Ich kann nur Yokoso. So. Ach so, das ist das Gleiche. Ach, er will vermutlich, dass ich hier runtergehe. Hä? Auf der Leiter werde ich angegriffen. Das ist aber nicht nett. Du bist nirgendwo sicher. So, erstmal die Truppe ein bisschen Hast du gesagt, aufmischen. so. Er ist ja schon weg. Feind gesichtet. So. Ach, der Arme, der ist doch schon dunkel genug. Jetzt hört auf, ihn zu braten. Dafür werde ich euch Moris lehren. So. Kann ja wohl nicht wahr sein. Der Ärmste, zünden ihn einfach an. Ja, ist nicht sehr nett, ne? Nee. Ich meine, ich liebe Feuer in allen Variationen, aber ich bin nicht scharf darauf, davon getroffen zu werden. Nee, gibt's Besseres. Ich habe keine Kerzen in meinem Haus stehen. Eine Schande. Was? 3 Punkte zum Aufstieg? Ey, komm, die hättet ihr mir noch schenken können. Ich sack die ganzen Tränke und sowas einfach mal alle ein. Ich glaube, die kann ich gebrauchen. Richtig, Ach grundsätzlich ist hier. es immer mal ganz gut zu sagen.
Wie Nimm mit, elegant. was man dir schenkt. Ich nehme auch im Real Life alles geschenkt, wie zum Beispiel die Whisky-Gläser meiner Mom, obwohl ich keinen Alkohol trinken darf. Komm, ein Du bisschen kannst ja in schneller. so ein Glas auch andere Dinge füllen, ne? Ich benutze die für Schokopudding. Das ist natürlich auch eine Option. Aber tatsächlich sind die, finde ich, als Dessertgläser durchaus ästhetisch. Je nachdem, was für ein Dessert man reinfüllt und wie man ihn anrichtet. Es kann Okay. sehr schön sein. Speicherpunkt. So, Okay. da war deine erste Schwierigkeit beim letzten Mal. Nein, nicht deine erste, aber eine deiner Ich vielen. glaube, da habe ich jetzt aber schon Und dazugelernt. ich bin stolz auf dich. So, Du welchen hast es Spielstand? geschafft, dir zu merken, wie man speichert, nachdem es dir gesagt wird. Mal gucken, welchen Spielstand nehme ich denn? Das ist eigentlich relativ egal. Du könntest auch den vom letzten Mal überschreiben oder du nimmst einfach auf dem gleichen einen anderen. Ich nehme Nummer 4, die bedeutet im Japanischen Tod. So. Wenn dich das glücklich macht. Naja. Ich habe einen Faible für Serienmörder, wird schon passen. Mich interessiert das. Psychologische Analyse. Donald Gaskins, das war vielleicht ein Bastard, ey. 90 Morde. Aber Wikipedia sagt nur 9. Irgendwas muss ich übersehen haben. Materia, Heilung. Okay, was immer das sein mag. Was es mit Materia auf sich hat, ist auch noch mal was, was dir später ein bisschen erklärt wird. Erstmal einfach mitnehmen. Ansonsten, wenn es nachher nicht gut genug erklärt wird, ja, reden ist schwierig. Wenn es nachher nicht gut genug erklärt wird, dann dazu bin ich hier. Ich weiß alles. Sehr gut, dafür habe ich dich ja heute eingeladen. Dir wird eine große Ehre Ja. zuteil. Ja, ich finde auch sehr schön, dass du versuchst, so ein bisschen Autonomie zurückzuerlangen, indem du sagst, du hast mich eingeladen, als hätte ich dich nicht gefühlt jeden zweiten Tag damit genervt. Wann nehmen wir denn das Video endlich auf? Och. Gut, was sagt unser Barrel denn? Das stimmt. Wenn wir den in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Ah, ich liebe Zerstörung. Cloud, stell du die Bombe ein. Ist das nicht dein Job? Du bist einfach Idiot. Ich muss aufpassen, dass du nichts anstellst. Ja, warum machst du es dann nicht? Dann. Ach, egal. Gut, wie du willst.